EA Productions. EA Productions liest Hans-Christian Andersen. Heute der Dornenpfad der Ehre. Es lebt noch eine alte Mär vom Dornenpfad der Ehre, von einem Schützen, welcher zwar zu Ehren und Würde gelangte, aber erst nach langen und vielen Widerwärtigkeiten und lebensgefährlichen Kämpfen. Wer hat nicht bei dieser Mär seines eigenen stillen Dornenpfades und seiner vielen Widerwärtigkeiten gedacht? Das Märchen und die Wirklichkeit grenzten gar nahe aneinander, allein das Märchen hat seine harmonische Auflösung hier auf Erden. Die Wirklichkeit weist dieselbe oft über das ganze Erdenleben hinaus, auf Zeit und Ewigkeit deutend. Die Weltgeschichte ist eine Laterna Magica, die uns in Lichtbildern auf dem dunklen Grunde der Gegenwart zeigt, wie die Wohltäter der Menschheit, die Märtyrer des Genies, den Dornenpfad der Ehre und des Ruhmes wandern. Aus allen Zeiten, aus allen Ländern strahlen diese Glanzbilder uns entgegen, jeder zwar nur auf Augenblicke, aber doch als ein ganzes Leben, ein Lebensalter mit seinen Kämpfen und seinen Siegen. Betrachten wir hier und dort einzelne dieser Märtyrerschar, dieser Schar, die erst dann zu Ende geht, wenn der Erdball zerstäubt. Wir erblicken ein gefülltes Amphitheater. Aus den Wolken eines Aristophanes ergießt sich in Strömen der Spott und Humor über die Menge. Auf der Schaubühne wird geistig und körperlich der merkwürdigste Mann Athens, er, welcher Schild und Hort des Volkes gegen die 30 Tyrannen war, Sokrates lächerlich gemacht. Sokrates, welcher im Getümmel der Schlacht Alkibades und Xenophon rettete und dessen Geist sich über die Götter des Altertums emporschwang. Er selbst ist hier zugegen. Er hat sich erhoben von der Bank des Zuschauers und ist hervorgetreten, damit die lachenden Athenienser es recht inne werden, wie es sich mit der Ähnlichkeit zwischen ihm und dem Zerrbilder auf der Schaubühne verhält. Da steht er vor ihnen, hoch über sie alle erhaben. Du saftiger, grüner, giftiger Schierling, und nicht du Ölbaum, wirf du hier deinen Schatten über Athen. Sieben Städte stritten um die Ehre, Homers Geburtsort zu sein, das heißt, nachdem er tot war. Betrachten wir ihn bei Lebzeiten. Er schreitet zu Fuß durch die Städte und spricht seine Verse her, um zu leben. Der Gedanke an den morgigen Tag macht sein Haar ergrauen. Er, der große Seher, ist erblindet und schreitet mühsam seinen Weg. Der scharfe Dorn zerfetzt den Mantel des Dichterkönigs. Seine Gesänge leben noch, und durch sie allein leben die Götter und Heroen des Altertums. Ein Bild nach dem anderen taucht empor aus dem Morgenland, aus Abendland, gar weit auseinander in Zeit und Raum, und doch immer eine Strecke des Dornenpfades der Ehre, auf welchem die Distel erst dann eine Blume treibt, wenn das Grab geschmückt werden soll. Unter Palmen ziehen die Kamele hin, reich beladen mit Indigo und anderen köstlichen Schätzen, von dem Herrscher des Landes demjenigen gesandt, dessen Gesänge die Freude des Volkes, der Ruhm des Landes sind. Er, welchen Lüge und Neid in Verbannung schickten, er ist gefunden. Die Karawane nähert sich dem Städtchen, in welchem er ein Asyl fand. Eine arme Leiche wird durch das Stadttor hinausgetragen, und der Leichenzug gebietet der Karawane Halt. Der Tote ist eben derjenige, den sie sucht. Firdusi, der Dornenpfad der Ehre, ist zu Ende gewandert. Der Afrikaner mit den plumpen Gesichtszügen, den dicken Lippen, dem schwarzen, wolligen Haare, sitzt auf dem marmornen Stufen des Palastes in der Hauptstadt Portugals und bettelt. Er ist der treu ergebene Sklave der Camões. Ohne ihn und ohne die Kupfermünzen, welche diese ihm im Vorübergehen zuwerfen, würde sein Herr, der Sänger der Louisiade, des Hungers sterben. Jetzt erhebt sich ein kostbares Monument auf dem Grabe des Camões. Ein neues Bild. Hinter dem eisernen Gitter zeigt sich ein Mann, blass wie der Tod, mit langem, ungekämmtem Barte. »Ich habe eine Erfindung gemacht, die größte seit Jahrhunderten«, ruft er. »Und man hat mich länger denn 20 Jahre hier eingesperrt gehalten.« »Wer ist der Mann?« »Ein Wahnsinniger«, antwortet der Wärter der Wahnsinnigen. »Auf was ein Mensch doch alles in die Irre kommen kann.
Er bildet sich ein, man könne sich durch Dampf vorwärts bewegen. Es ist Salomon de Caus, der Entdecker der Dampfkraft, dessen Ahnung in unklaren Worten ausgesprochen von einem Richelieu nicht verstanden wurde. Er stirbt in der Irrenanstalt. Hier steht Kolumbus, den einst die Gassenbuben verfolgten und verspotteten, weil er eine neue Welt entdecken wollte. Er hat sie entdeckt. Der Jubel hallt ihm aus Menschenbrust und Glockengeläute bei seiner sieggekrönten Rückkehr entgegen. Aber die Glocken des Neides übertönten bald jene. Der Weltenentdecker, er, welcher das amerikanische Goldland aus dem Meere hob und es seinem Könige schenkte, er wird mit eisernen Ketten belohnt. Er wünscht, diese Ketten in seinen Sarg mitzunehmen. Sie geben Zeugnis von der Welt und von der Art und Weise, wie die Zeitgenossen Verdienste schätzen. Ein Bild nach dem anderen drängt sich heran. Der Dornenpfad der Ehre und des Ruhmes ist überfüllt. Hier in finsterer Nacht sitzt der, welcher die Mondberge ausmaß, der, welcher in den unendlichen Raum zu Sternen und Planeten hinausdrang. Er, der Mächtige, welcher den Geist der Natur vernahm und es empfand, dass die Erde sich unter seinen Füßen bewege. Galilei. Blind und taub sitzt er, ein Greis, gespießt an den Dorn der Leiden, in den Qualen der Verleugnung. Kaum noch imstande, den Fuß zu erheben, denselben, mit welchem er einst im Schmerze seiner Seele, als man die Wahrheit verwischte, die Erde stampfend ausrief. Und sie bewegt sich doch! Hier stand ein Weib mit kindlichem Gemüte, in Begeisterung und Glauben. Dem kämpfenden Heere trägt sie das Panier voran und bringt ihrem Vaterlande Sieg und Rettung. Der Jubel schallt und der Scheiterhaufen flammt. Jeanne d'Arc, die Hexe, wird verbrannt. Ja, ein künftiges Jahrhundert spuckt aus vor der weißen Lilie. Voltaire, der Satyr des gefundenen Menschenverstandes, singt von La Pucelle. Auf dem Ting zu Viborg verbrennt der dänische Adel die Gesetze des Königs. Sie flammen hoch empor, beleuchten das Zeitalter und den Gesetzgeber, werfen einen Glorienschein in den finstern Gefangenenturm hinein, wo er graut, gebeugt, mit seinem Finger eine Ritze in die steinerne Tischplatte hineinarbeitend, ehe der ehemalige Herrscher über drei Königreiche sitzt. Der volkstümliche König, der Freund des Bürgers, des Bauern. Christian der Zweite. Feinde schrieben seine Geschichte nieder. Seiner 27-jährigen Gefangenschaft wollen wir gedenken, wenn wir seine Blutschuld nicht leugnen können. Ein Schiff segelt ab und verlässt die dänischen Strande. Am Mastbaum lehnt ein Mann, zum letzten Mal einen Blick auf die Insel Wehen werfend. Es ist Tycho Brahe. Er hob den Namen Dänemarks bis in die Sterne, und man lohnte ihn mit Kränkungen, mit Schaden und Verdruß. Er zieht nach einem fremden Lande. Der Himmel wölbt sich überall über mir. Was will ich mehr? Spricht er und segelt dahin, der berühmte Däne, geehrt und frei in einem fernen Lande. Ach, frei, wenn selbst nur für die unleidlichen Schmerzen des Leibes, seufzt es durch die Zeiten und dringt an unser Ohr. Welches Bild! Griffenfeld, ein dänischer Prometheus an die Felseninsel Munkholm gefesselt. Wir befinden uns in Amerika am Ufer eines der größten Ströme. Eine zahllose Menschenmenge hat sich versammelt. Ein Schiff, heißt es, soll gegen Wind und Wetter den Elementen trotzend segeln können. Robert Fulton nennt sich dieser Mann, welcher diese Aufgabe zu lösen glaubt. Das Schiff beginnt die Fahrt. Plötzlich aber bleibt es stehen. Der Haufen lacht auf, pfeift und zischt. Der eigene Vater des Mannes pfeift. Hochmut, Tollheit, jetzt kommt es, wie es verschuldet, heißt es, hinter Schloss und Riegel mit dem wahnsinnigen Kopfe. Da bricht ein kleiner Nagel, welcher auf Augenblicke die Maschine hemmte, die Ruder schwingen sich wieder, die Schaufeln brechen aufs Neue die Gewalt der Wässer. Das Schiff setzt seine Fahrt fort. Der Webbaum des Dampfes kürzt die Stunden in Minuten zwischen den Ländern dieser Welt. Menschengeschlecht, erfassest du die Seligkeit einer solchen Minute des Mitwissens, dieses Durchdrungenseins des Geistes von seiner Mission, diesen Augenblick, in welchem alle Verzweiflung,
Jede Wunde, die der Dornenpfad der Ehre schlug, selbst diejenige der eigenen Schuld, sich in Heil, Kraft und Klarheit verwandelt, die Disharmonie sich in Harmonie, gestaltet diesen Augenblick, in welchem die Menschen die Offenbarung der göttlichen Gnade gewahr werden, durch den Einzelnen und das Empfinden, wie dieser ihnen alles darbringt. So zeigt der Dornenpfad der Ehre sich als eine Glorie, die Erde umstrahlend, dreimal glücklich hier zum Wanderer auserkoren zu sein und ohne Verdienst durch die Gnade zwischen den Baumeister der Brücke, zwischen Gott und das Menschengeschlecht gestellt zu werden. Auf mächtigen Flügeln schwebt der Geist der Geschichte durch die Zeiten und zeigt, ermutigend und tröstend milde Gedanken erweckend, auf nächtlich finsterem Grunde in leuchtenden Bildern den Dornenpfad der Ehre, welcher nicht, wie in dem Märchen, in Glanz und Freude hier auf Erden, sondern über dieselbe hinaus in Zeit und Ewigkeit endet. Ich erhebe.